Ab Mai schreiben Annabelle und Christina gemeinsam mit 50 Mitabiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlussprüfungen am Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg. Schon in der 11. Klasse mussten sie wegen der Pandemie immer wieder von zu Hause aus lernen. Viel schlechter vorbereitet auf das Abitur fühlen sich die beiden dadurch nicht. Allerdings nur deshalb, weil sie jetzt seit 1. Februar wieder Präsenzunterricht haben. Bei uns läuft es echt gut, muss ich sagen. Aber an anderen Schulen, die viel, viel größer sind, wo die Abiturklassen auch in Wechselunterricht gehen müssen, sieht es natürlich anders aus. Ich habe auch Freunde an anderen Schulen, die mir gesagt haben, dass sie sich echt schlecht bis gar nicht vorbereitet fühlen auf die Abiturprüfungen. Außerdem geben die Lehrer sich schon relativ viel Mühe und es gibt nicht so viele Freizeitmöglichkeiten, also haben wir relativ viel Zeit. Das heißt, es kann jetzt keiner behaupten, dass wir keine Zeit hätten zu lernen. Also ja, ich würde schon sagen, dass ich mich nicht unvorbereitet fühle. Der Abi-Jahrgang am Melanchthon-Gymnasium ist in mehrere Klassen aufgeteilt worden. Zweimal die Woche können Christina, Annabelle und die anderen außerdem einen Selbsttest machen. Nicht nur für den Präsenzunterricht, sondern auch für das Abitur sind die Umstände schwierig. Bei den Prüfungsfragen im Mai soll es deshalb unter anderem mehrere Varianten zur Auswahl geben. Eine kleine Hilfe, die aber nicht alle retten wird. Insgesamt sind die Abiturientinnen und Abiturienten heuer natürlich schon etwas beeinträchtigt. Und vom Abiturdurchschnitt letztes Jahr war es ähnlich wie in Jahren vorher. Also da hat man nichts festgestellt vom Gesamtdurchschnitt. Ne? Was nicht heißt, dass Einzelne doch schlechter abschneiden, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Lind beschäftigt vor allem die psychische Belastung seiner Schülerinnen und Schüler. Auch Christina und Annabelle machen sich viele Gedanken, nicht nur um die Prüfungen, sondern auch um alles, was sonst noch zum Abschluss gehört. Abi-Scherz, Abi-Reise, Abi-Feier. Ich denke, dass wir auch eine Abi-Feier haben werden, eine kleinere wahrscheinlich. Und wir hoffen halt natürlich, dass wir dann, wenn das Abi rum ist, die Maßnahmen oder die Impfungen weiter vorangeschritten sind, sodass wir halt uns dann schon noch zu einer inoffiziellen Abi-Feier treffen können. Und ich glaube, jeder würde sich das wünschen. Die Abi-Feier ist ja so das offizielle, das letzte Mal Zusammensein eines ganzen Jahrgangs. Und nach dem Abitur werden sich auch sicher unsere Wege trennen. Und wenn man da keine Abi-Feier hat, dann ist es auf der einen Seite natürlich echt schade. Auf der anderen Seite, die Situation ist jetzt halt so, man kann es nicht ändern. Deswegen schmieden die beiden Abiturientinnen auch Pläne. Nach ihrem Abschluss möchte Christina studieren, Annabelle will ein Jahr im Ausland verbringen. Aufgehört zu träumen haben sie also nicht. Von ihrer Zukunft nach dem Abitur und nach Corona.